So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Ja, ich weiß, ich habe wieder Bums gemacht. So, wollen wir mal gucken. Ja. Yeah. Jetzt wollen wir mal die olle Kiste mal nach Bremen kriegen jetzt hier. Schnauze auch bald voll. Jetzt machen wir wirklich den Endspurt. Wir müssen den LKW auch noch reparieren. Und wie wir gesehen haben wir gesehen, ne, dass jemand not amused war. Stimmt, ich wollte noch irgendwas nachgucken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was. Stimmt, das hatten wir gesagt, wenn wir, bevor wir nach Bremen fahren, wollten wir doch mal auf die Weltkarte gucken, wo wir müssen überhaupt in Bremen hin. Aha. Ah, da müssen wir hin. Okay. Die Auffahrt geht einigermaßen. Nur einparken können wir da, glaube ich, vergessen. Das ist alles für ein Arsch. Wenn wir uns da ranhalten und dann da rumfahren, das wird eh alles enge. Das ist eigentlich scheißegal, wo wir abbiegen. Ob wir da oder da abbiegen. Naja, egal. Gucken wir mal. Lal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 a. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo wir gehen müssen. Miles. Ja. Du machst dir alles gut. Ich weiß. Wir fahren aber nicht nach Groningen und auch nicht nach Amsterdam. Da kommen wir gerade erst her. Echt? So müsste es sein jetzt normalerweise. Autobahn frei, vorne ein Fahrzeug, hinten ein Fahrzeug. Und dann gelten wir als normaler Schwertransport. So, dass wir jetzt in Mitte fahren können. So, ja. So ungefähr. Dann wäre auch alles gut. Aber nö. Wie wir sehen, ist nicht alles gut. So, er sagt mir jetzt die Bremen-Abfahrt, wir nehmen aber eine weiter. Weil das ist eh gehopst wie gesprungen, weil die Kreuzung haben wir so oder so. Und warum soll ich jetzt durch halb Bremen fahren, durch die Stadt, wenn ich die nächste Ausfahrt nehmen kann? Weil Bremen hat nämlich zwei Ausfahrten. Genau. Wir nehmen jetzt die nächste Ausfahrt, die fahren wir dann auch runter. Fädeln wir uns jetzt hier ein und fahren hier in Bremen runter. Yeah, schöne enge Kiste hier, ja. Yeah. Und ich muss trollen, das schon die ganze Zeit, aber ich werde es mir jetzt verkneifen. Da hat es mich fest weggezogen. Ich war zu schnell. Ist eh im Arsch. Hab ich nichts dran verdient. Oh, das schiebt, aber gewaltig. Ach, hier ist es. Das mache ich hier dicht. Macht ja alles keinen Sinn hier. Wir machen dicht. Ich sag ja, diese Tour hat hier nichts gebracht. Ohne außer Spesen nichts gewesen. Aber ja.
wusste es. Ich wusste es, dass es eng wird. Ich muss jetzt einfach still sein. Im Ohr schließe. Jetzt machen wir hier wieder alles dichte. Oh, das bringt mir hier gar nichts. Mit dem Dichtmachen. Boah, leckt mich alle am Mors, ey. Da versuche ich gar nicht erst hier rückwärts reinzukommen mit dem riesen Geschoss. Ist eh schon genug Schaden dran. Oder was sagt ihr dazu? Wir packen jetzt mal vorwärts ein. Yeah. Hopp. Puh. So, ihr Lieben, wie ihr es schon mitbekommen habt, kriegen wir jetzt die Abrechnung. Und die sieht bestimmt nicht gut aus. Ich gehe jetzt auf Eingabe, weil, ne, ich habe jetzt keine Lust mehr. Oh. Zufriedenstellend. Also, Abzug für Schäden 8%. 1121 Euro Schaden minus so und so viel. Erfahrungspunkte werden mir ja auch abgezogen durch so eine Scheiße. Naja, gut, müssen wir halt jetzt mal mit leben. So, dann sagen wir mal Zustand. Nee, Aufrüstteile. Auf nächste Werkstatt einstellen. So. Guck mal, er hat mich alleine umgedreht, ey. Ist der nicht geil, der Kerl? Wollten wir mal sehen, dass wir in die nächste Werkstatt kommen. Weil die Kiste hat auch etwas mit. Jetzt habe ich auch diesen riesen Auflieger nicht mehr dahinter. Sieht die Sache ja schon wieder ein bisschen leichter aus für mich hier. Dann fahren wir jetzt mal nach Bremen in die Werkstatt. Yeah. Ja, Mädel, dann kriegst du jetzt den Bremen und nicht. Ein schönes Auto eigentlich. Können wir auch die Latüchten ausmachen, oder? Normalfall. Ja, ey. Oh, voll krass, ey. Beule gefahren hier, ey. Also, jetzt gucken wir mal, was wir an Schaden gemacht haben.
2000. Ah, also ich habe bei dem Auftrag also so, ich glaube, gar nichts verdient. Ja, nee, ist klar. So, oh Mann. So, Namensschilder raus. Kriegt er jetzt ein anderer Fahrer später? Den behalten wir auf jeden Fall. Weil ich würde sagen, wir behalten die Fahrzeuge, die wirklich was wert sind. Und das ist wirklich der Renault. Ja, ist alles gut. Hä? Ach, Jürgen, du bist doof. Zap. Bestellen. Ja, wieder falsch geklickt hier. Wartung ist okay. Der ist wieder einsatzbereit, so wie sich das gehört. Keine Namensschilder dran. Dann soll sich das der neue Fahrer selber dran machen. So, da wir jetzt hier gerade mal in Bremen sind, würde ich vorschlagen. Dass wir jetzt erstmal wieder unser Licht einschalten. Sonst kriegen wir gleich eine Knolle. Mann. Das vergesse ich immer, wenn ich aus der Werkstatt rauskomme. Also ich muss sagen, der fährt ganz gut. Ich bin zufrieden. Also wenn ihr euch jetzt fragt, wo ich gerade hinfahre mit euch, wir fahren jetzt nach Bremen in unserer Hauptgarage. Da, wo die olle doofe Kuh gekündigt hat, weil sie nicht warten konnte, weil ich war ja auf dem Weg. Aber naja, dann fährt sie halt kein Renault. Soll sie woanders fahren. Yeah. So, ihr Lieben. Wie ihr seht, seht ihr? Bing, bing. Warum auch immer es Bing, bing macht. So. Haben wir es geschafft. So, jetzt hätte sie den Renault haben können, aber sie will den ja nicht. Und wer nicht will, der hat schon. Sage ich immer wieder. Und dann schauen wir mal in den Firmenmanager rein. So, Garagenmanager. So. Bremen. Gut. Alles besetzt hier. Jetzt haben wir eins, zwei Leute frei. So. Und da sage ich jetzt einsteigen. Ja. Dann kriegt nämlich Ben einen anderen LKW. Und ich nehme den DAF. Warum nehme ich den DAF? Kann ich euch gleich sagen. Den kann ich gleich in Zahlung geben, weil das eh eine Scheißkiste ist. Den will ich gar nicht behalten.
Wie ihr seht, seht ihr. Ja, jetzt sind wir über 15 Minuten. Macht aber nichts. Weil, jetzt suchen wir uns einen LKW-Händler. Weil die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Und überlegen, was war denn jetzt als nächstes? Wir hatten jetzt den Renault. Und nun wäre als nächstes der Scania. Wie geil ist das denn? Italien. Scania, LKW-Händler Milano. Hannover. Wir könnten jetzt nach Milano oder nach Hannover, aber Hannover ist näher, oder? Dann machen wir das jetzt mal. Ja, wir wollen jetzt eine Schnellreise. Yeah. Wenn das Spiel nicht abstürzt, ist alles gut. Oh, wie sehen die denn aus? Ja, das ist ja mal richtig mega scheiße hier. Okay. Okay. Dann werden wir uns damit mal anfreunden. Den geben wir jetzt mal in Zahlung. Ja. You. So, ihr Lieben, jetzt sind wir auch bei 17 Minuten, jetzt muss es auch reichen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem Scania wieder. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Samstag. Und wir sehen uns und tschüss.